Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin für die Fraktion Freie Demokraten ist die Abgeordnete Wiebke Knell. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Lebensmittelskandal rund um Wilkewurst ist ein kommunikativer Totalausfall der verantwortlichen Ministerin und ein Lehrstück für Behördenversagen allgemein. Land und Kreis haben sich gleichermaßen von einem kriminellen Wurstfabrikanten an der Nase herumführen lassen. Besonders verstörend finde ich die Tatsache, dass, wenn das Robert-Koch-Institut nicht mit neuen technischen Methoden und mit Akribie herausgefunden hätte, dass die Todes- und Krankheitsfälle mit Wilke in Verbindung gebracht wurden, dann könnte man auch heute noch die Gammelwurst von Wilke im Geschäft kaufen. Menschen würden heute noch Wilkewurst im Altenheim und im Krankenhaus serviert bekommen. Was für eine Vorstellung, vor allem nachdem wir nun alle auch die desaströsen Bilder und Berichte aus dem Taskforce-Bericht kennen. Verwesungsgeruch, Schimmel, Mäusekot, Feuchtigkeit, die von der Decke in die Fleischtöpfe tropft. Das ist alles unfassbar. Und hinzu kommt ein Kommunikationsdesaster, das die Landesregierung in dieser Frage an den Tag legt. Jeden Tag kommen neue Einzelheiten ans Licht. Die Vorwürfe von Foodwatch, dass gemauert und vertuscht wird, wiegen schwer. Und nur mit Transparenz und einer offenen Kommunikation hätte sich dieser Eindruck verändern lassen. Bei einer offenen und offensiven Krisenkommunikation hätten Sie am Dienstag die von uns geforderte Regierungserklärung gehalten und Parlament und Öffentlichkeit intensiv über den Sachstand und den Bericht des Landkreises informiert. Was steht in dem Bericht? Wir müssen nun heute über das Thema diskutieren und wissen überhaupt nicht, was Sachstand ist. Frühestens Ende nächster Woche sollen wir Obleute Akteneinsicht bekommen. Ich habe das Gefühl, hier wird auf Zeit gespielt. Das klingt nach Vertuschung. Als ob Sie sicherstellen wollen, dass die kritischen Passagen des Berichts, und wir wissen es eben nicht, nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Aber wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass es erhebliche Versäumnisse im Ministerium gab. Schon im März und April gab es die ersten Meldungen aus Hamburg und Baden-Württemberg, die Listerien in Wilke-Produkten gefunden hatten. Schon daraufhin wurden ja Produkte auch gesperrt und sogar im Nachgang zwei Bußgelder verhängt. Aber nach der Kontrolle im Mai, die mit einem Bußgeld endete, wurde der Fall nicht weiterverfolgt. Stattdessen passierte drei weitere Monate nichts. Da war der Vorgang schon im Ministerium bekannt. Und am 12. August kam dann die E-Mail des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit dem Hinweis auf die Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts. Diese enthielten ja bereits den Hinweis, den Verdacht, dass Menschen zu Tode oder Schaden gekommen waren, nachdem sie Wilke-Produkte verzehrt hatten. Und diese hochbedeutende E-Mail wurde 8 Tage lang nicht bearbeitet. Die Abteilung war personell so unterbesetzt, dass sie nicht arbeitsfähig war. Und das 8 Tage lang. 8 Tage, in denen Wilke über 300 Tonnen Gammelfleisch und das Volk bringen konnte. Ich habe die E-Mail eingesehen. Dort wurde ganz klar der Bezug zu Wilke festgehalten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber spätestens, wenn man dann die E-Mail in dem Postfach findet, dann muss man doch seine Taskforce dort unangekündigt hinschicken in einen solchen Betrieb. Es geht um Menschenleben. Es dauerte aber dann, das wissen wir jetzt alle, bis zum 20. August, bis die zuständige Behörde dann in Waldeck-Frankenberg informiert wurde. Und es dauerte dann noch einmal 8 weitere Tage, bis es zu einer unangemeldeten Kontrolle durch den Kreis kam. 8 Tage, in denen erneut über 300 Tonnen weitere Gammelwurst verkauft und verzehrt wurden. Und bei einer Kontrolle am 28. August wurden wieder Listerien nachgewiesen. Am 16. September kam dann die zweite Mail, in der das Bundesamt für Verbraucherschutz ganz klar Wilkewurst dann auch mit den Todesfällen in Verbindung gebracht hat. Diese Mail wurde auch erst wieder nach 2 weiteren Tagen an das RP in Kassel weitergeleitet. Und für mich absolut nicht nachvollziehbar ist, dass die Ministerin erst am 23. September über die Vorfälle informiert wurde. Frau Ministerin, wie organisieren Sie denn Ihr eigenes Haus?
Es gibt Tote, für die ein hessisches Unternehmen verantwortlich ist. Und die zuständige Ministerin erfährt das nicht. Ich bin entsetzt. Das ist ein unglaublicher Vorgang, der zeigt, dass die Ministerin offensichtlich ihr Haus nicht im Griff hat. Ein unglaublicher Vorgang, der zeigt, dass es eklatante Versäumnisse in der Organisation gegeben hat. Und ein weiteres Detail in der Chronologie des Versagens haben wir heute Morgen dann mitbekommen, in der geplanten Entlastungspressekonferenz. Wenn es stimmt, was FFH seit heute früh berichtet, dass der Landkreis bereits am 20. September Wilke Wurst schließen wollte und dass das Regierungspräsidium in der Telefonschalte dies verhindert hat, dann haben Sie in der Öffentlichkeit die Unwahrheit gesagt. Denn Sie haben gegenüber den Medien immer wieder behauptet, und auch gegenüber uns Obleuten, dass das Ministerium auf die Schließung des Betriebs gedrängt hätte. Das hat doch dann nicht gestimmt. Dann haben Sie eingeräumt, dass eine Landesbehörde in Anwesenheit oder damit haben Sie eingeräumt, dass eine Landesbehörde in Anwesenheit Ihres Hauses, und das ist ja so auch archiviert worden, die Schließung von Wilke Wurst um weitere 12 Tage verhindert hat. Und dafür tragen Sie auch die Verantwortung. Wir wissen heute noch nicht, ob in diesem Zeitraum Menschen zu Schaden gekommen sind. Allein aber das die Möglichkeit besteht, dass dies der Fall sein könnte, wiegt so schwer, dass ich das Vertrauen in diese Aufklärungsarbeit verloren habe. Ich muss Sie auch fragen, Frau Ministerin, sehen Sie eigentlich überhaupt noch keine persönliche Verantwortung bei sich? Dann behaupten Sie immer wieder, auch am Dienstagabend in der Hessenschau, Sie hätten keine rechtliche Handhabe zur Weisung gehabt. Das ist falsch, und das wissen Sie auch. Laut § 2 Absatz 2 des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung, jetzt zitiere ich, können die Aufsichtsbehörden dem Landrat oder dem Oberbürgermeister Weisungen im Einzelfall nur ausnahmsweise bei drohender Krisengefahr und in Fällen von kreisübergreifender oder besonderer Bedeutung erteilen und deren Befugnisse ausüben. Zitat Ende. Wenn man beim Fall Wilke nicht von drohender Krisengefahr sprechen kann, wann denn bitte dann? Hier waren bereits alle Voraussetzungen erfüllt, um die Überwachung des Betriebs in die eigene Hand zu nehmen und, oder via Sofortvollzug tätig zu werden. Und auch auf Nachfrage im Ausschuss haben Sie dann ganz anders argumentiert. Es sei gar keine Weisung notwendig gewesen, da der Kreis alle Forderungen des Ministeriums erfüllt habe. Auch diese Behauptung Ihrerseits erscheint mit den Informationen von heute Morgen dann auch in einem ganz anderen Licht. Denn in Wahrheit haben Sie ja nicht nur, nur keine Weisung zur Schließung erteilt, sondern Ihr Haus hat mit Zustimmung ja die Verhinderung der Schließung am 20. September mitgetragen. Dass es fachlich auch andere Einschätzungen gibt, zeigt die Reaktion des baden-württembergischen Verbraucherschutzministers Peter Haug, CDU, der in Bezug auf die hessischen Behörden von Fahrlässigkeit und mangelnder Transparenz spricht, die er so noch nie erlebt habe. Obwohl in Baden-Württemberg schon Ostern-Listerien in Wilke Wurst gefunden wurden, habe man in Hessen nicht reagiert. Zitat Minister Haug: Die Nichtreaktion ist eine grobe Fahrlässigkeit der verantwortlichen Behörden und hat Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Zitat Ende. Teilen Sie diese Einschätzung, Frau Ministerin? Ganz grundsätzlich stellt sich die Frage, was Ihnen der Schutz der Menschen, der Verbraucher wert ist. Wo kommen denn die Probleme her? In der Abteilung 5, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen, geht es um die Sicherheit und die Unversehrtheit von Menschen. Es geht ganz konkret um unsere Gesundheit. Und es ist kein Geheimnis, dass Sie die Abteilungsleiterstelle 2,5 Jahre nicht besetzt haben, nachdem Sie eine unliebsame Abteilungsleiterin entfernt hatten. 2,5 Jahre hat es gedauert, bis Sie die Stelle mit einer Parteifreundin dann wieder besetzt haben. Für dieses Organisationsversagen tragen Sie persönlich als Ministerin die Verantwortung. Ja, es wird immer doller, das stimmt. Das frage ich mich jeden Tag, wenn ich mich mit diesem Fall beschäftige. Es wird immer doller. Für dieses Organisationsversagen tragen Sie persönlich als Ministerin die Verantwortung. Zusammenfassend stelle ich fest, es sind Menschen gestorben, Menschenleben wurden gefährdet,
Die Behörden haben auf allen Ebenen versagt. Warnsignale wurden ignoriert. Sie haben ihr Haus nicht im Griff. Dabei haben Sie die Strukturprobleme bereits 2005 selber angeprangert und dann 6 Jahre als verantwortliche Ministerin nichts unternommen. Im Gegenteil, Sie haben Verantwortung auch noch auf andere abgewälzt. Ihr Krisenmanagement ist miserabel. Und das Vertrauen der Bürger in die hessischen Behörden ist schwer beschädigt. Und es fehlt auch nach Wochen immer noch die Einsicht, dass man irgendetwas damit zu tun hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das verloren gegangene Vertrauen durch diese Ministerin zurückgewonnen werden kann. Und ich frage Sie, Frau Kollegin, ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen. Wann ziehen Sie Ihre Konsequenzen? Heute hier im Hessischen Landtag haben Sie die Gelegenheit dazu. Danke. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist Frau Staatsministerin Hinz für die Landesregierung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, dass Verbraucherschutz in Hessen eine sehr hohe Priorität genießt, auch für mich persönlich. Und deswegen sage ich ganz klar, es ist gut, dass diese Firma Wilke geschlossen wurde. Und es ist gut, dass wir diese Empfehlung dazu ausgesprochen haben, meine Damen und Herren. Und es ist völlig klar, die Hauptverantwortung zunächst für sichere, gesunde Lebensmittel trägt der Unternehmer. Das Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, gesunde Produkte in den Handel zu bringen. Und die Firma Wilke hat, das müssen wir in der Rückschau leider feststellen, weniger Energie in die sichere Lebensmittelproduktion gesteckt und anscheinend mehr Energie in die Umgehung von Vorschriften. Und natürlich ist es wichtig, dass gerade da, wo Vorschriften gebrochen werden, die Kontrolle der Lebensmittelüberwachung greifen muss. Das ist völlig klar. Dafür ist die Lebensmittelüberwachung da. Und für mein Ministerium und für mich gilt daher, wenn ein Betrieb die Probleme nicht in den Griff bekommt, dann muss es geschlossen werden. Und ich sage Ihnen, jedenfalls für die, die noch nicht wissen, wie der Aufbau in Hessen ist, für Schließungsverfügungen sind die Veterinärbehörden, die Landkreise, die kreisfreien Städte zuständig. Nur die können Schließungsverfügungen ausstellen und können sie überbringen. Und sie sind auch für die Überwachung zuständig, und zwar ganz alleine. Und die Landkreise und kreisfreien Städte haben bis zum heutigen Tag den höchsten Wert darauf gelegt, dass sie alleinig zuständig sind und dass ihnen niemand reinredet. Aus meiner Sicht ist das zu viel Wert gelegt auf dieses Thema. Und deswegen ist meine Meinung, meine Position, und dafür werde ich kämpfen, dass sich an diesem Thema etwas ändert, weil Fachaufsicht muss auf jeden Fall auch die Möglichkeit haben, die Fachaufsicht auszuüben. Es darf kein zahnloser Tiger bleiben, meine Damen und Herren. Wenn ein Betrieb geschlossen wird, dann müssen die Lebensmittel sofort aus dem Handel verschwinden. Auch das ist zunächst Aufgabe des Unternehmens inklusive eines öffentlichen Rückrufes. Aber auch dieser Prozess muss von den Behörden überwacht und gesichert werden. Und der Rückruf aller Waren, und das war bei diesem Unternehmen, das direkt in die Insolvenz gegangen ist, war besonders schwierig und ist aber durch Nachdruck unserer Taskforce Lebensmittelsicherheit, also unserer Spezialisten, schnellstens erfolgt. Nach unserem Kenntnisstand bis heute erfolgreich verlaufen. Das ist das,
was ich auch von den Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder in Deutschland weiß, was wir aus der EU wissen. Und für Hessen allein kann ich sagen, dass bislang rund 3.300 Stichproben stattgefunden haben der zuständigen Veterinärämter, um sicherzustellen, dass alle Wilke-Waren auch aus dem Handel tatsächlich entfernt worden sind. Meine Damen und Herren, und dann ist natürlich die weitere Aufklärung gefragt, um die Lebensmittelkontrolle zu schärfen in Hessen. Weil es wurden Fehler gemacht, das ist keine Frage. Und dafür tragen Behörden Verantwortung. Und wenn die Fehler entdeckt werden, dann muss man auch etwas ändern. Und dafür stehe ich auch, dass solche Veränderungen stattfinden. Wir werden nicht gänzlich verhindern können, dass Listerien in der Lebensmittelproduktion auftreten. Die gibt es leider überall, in Betrieben, in Privathaushalten, in Lebensmitteln. Aber es muss klar sein, es dürfen keine Schwellenwerte gerissen werden. Und wenn das einmal vorkommen sollte, dann müssen alle behördlichen Auflagen sofort greifen und müssen vom Unternehmen erfüllt werden. Der Bericht unserer Taskforce Lebensmittelsicherheit hat aufgedeckt, dass das im Fall Wilke nicht geklappt hat. Die Zustände waren untragbar. Und deswegen haben wir hier augenscheinlich eine Schwäche im System der Kontrolle. Wir haben erste Änderungen identifiziert, erste Fehler, Analyse betrieben, das Regierungspräsidium Kassel und der Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das war noch nicht abschließend, aber ich kann sagen, dass wir mit dem Landkreis die Meinung teilen, dass es bei der Kontrolle von Wilke hätte besser laufen müssen. Meine Damen und Herren, da sind wir uns einig. Wir sind uns auch einig, dass die Lebensmittelüberwachung über alle Ebenen gestärkt werden muss. Und natürlich ist es umso wichtiger, dass wir daraus lernen aus diesem Vorfall, weil es hier zu Erkrankungen und Todesfällen kam und weil wir wissen, dass das Robert-Koch-Institut immer weiter zur Aufklärung beitragen wird, was hier eigentlich etwas Gutes ist, wenn wir erfahren, wo Listerienstämme sind, weil man dann reagieren kann. Und deswegen ist es gut, dass es Sequenzierungen dieser Listerienstämme gibt, dass wir davon erfahren. Dann muss schnellstens gehandelt werden, und wir haben vor, etliches zu verändern für die Zukunft, meine Damen und Herren. Der Landkreis hat deutlich gemacht, dass effektive Prüfung ausreichende Kontrolleure braucht. Deswegen wird der Landkreis zusätzliche Stellen schaffen. Und das Land wird die Ausbildung der Spezialisten unterstützen. Im Übrigen kann ich Ihnen sagen, dass seit 2012 bis zum Jahr 2017 die Stellen insgesamt im Land und vor allen Dingen auch von den Veterinärbehörden vor Ort aufgestockt wurden und der Landkreis Waldeck-Frankenberg selbst 21 Stellen im Fachdienst der Veterinärbehörde hat und überdurchschnittlich gut ausgestattet ist. Also das war augenscheinlich nicht das Thema. Trotzdem sagen Sie, Sie brauchen mehr Kontrolleure, und ich finde es gut, dass Sie mehr einstellen wollen. Wir halten es für richtig, dass künftig es Kriterien gibt für die Landkreise, dass sie ernsthafte Mängel und auch zulassungsrelevante Mängel melden an die Regierungspräsidien, dass es gemeinsame unangekündigte Kontrollen in regelmäßigen Intervallen gibt
und das hängt mit der Stärkung der Fachaufsicht zusammen. Es braucht ein Zwei-Institutionen-Prinzip bei regelmäßigen Intervallen, und hier werden wir entsprechend die Fachaufsicht stärken und anders aufstellen. Dann ist es auch möglich, nicht nur die Kontrollen zu verbessern, sondern auch die Entscheidung über die Schließung eines Betriebes zu beschleunigen, wenn es notwendig ist. Ich sage noch einmal ausdrücklich, es ist ein Unterschied, ob es um eine Schließung geht oder um zulassungsrelevante Mängel und eine Zulassung entzogen wird. Der RP hatte nicht genügend Hinweise, dass es solche zulassungsrelevanten Mängel gibt. Das muss für die Zukunft ausgeschlossen werden. Deswegen starke Berichtspflichten seitens der Landkreise, seitens der Veterinärbehörde an die Fachaufsicht. Das Eigenkontrollsystem muss gestärkt werden, bzw. die Kontrolle des Eigenkontrollsystems. Unsere Taskforce Lebensmittelsicherheit muss zukünftig nicht nur auf Wunsch der Landkreise in die Betriebe gehen dürfen, sondern auch, wenn wir Besonderheiten erfahren, auf unseren ausdrücklichen Wunsch hin dort tätig werden dürfen. Es kann nicht mehr sein, dass das allein die Veterinärbehörden für sich bestimmen, ob es wichtig ist, dass Spezialisten in einen Betrieb gehen oder nicht. Auch das ist eine Lehre aus diesem Fall Wilke, meine Damen und Herren. Wir werden im Ministerium unsere Fachabteilung verstärken. Und wir werden auch ein Eingangsportal einrichten, personalisiert, um solche Meldungen, die wir zukünftig vermehrt bekommen vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Risikosicherheit, schneller einzuordnen. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Und auch hier ziehen wir Lehren aus dem Fall. Wir zeigen nicht auf andere, sondern wir fangen auch bei uns selber an. Und deswegen werden wir auch hier etwas ändern. Frau Ministerin, ich will nur auf die Redezeit der Fraktionen hinweisen. Ich habe die Abgeordneten regelmäßig über alle Vorgänge informiert. Ich habe ihnen auch noch einmal deutlich mitgeteilt, warum es wichtig ist, dass wir ein uneingeschränktes Weisungsrecht brauchen. Und ich hoffe sehr, dass Sie mich bei der weiteren Aufklärung, bei der weiteren Stärkung der Lebensmittelkontrolle zugunsten des Verbraucherschutzes in Hessen stark unterstützen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich der Vorsitzende der FDP-Fraktion, René Rock. 5 Minuten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was die Verbraucherschutzministerin des Landes Hessen eben hier vorgeführt hat, das war enttäuschend und erschütternd. Die Empathielosigkeit, mit der Sie dieses Thema hier abgespult haben, wird in keiner Weise den Ängsten der Bevölkerung in unserem Land, deren Auswirkungen, die das Versagen nach sich gezogen hat, Tote und Menschen, die krank geworden sind, alles, was wir berichtet worden haben, die Bilder. Wir wissen, dass diese Wurst genau dorthin geliefert worden ist, in Altenheim, wo die Menschen leben, die dann bedroht sind. Wir wissen, dass die Menschen, von denen wir wissen, dass sie verstorben sind, wahrscheinlich nur ein ganz geringer Teil ist, die gerade durch die besondere Art der Untersuchung vielleicht offensichtlich geworden sind. Das Vertrauen der Menschen in die Nahrung ist erschüttert in unserem Land. Und Sie halten hier eine technokratische Rede, die auf keiner Weise und keiner Ebene auf das eingeht, was die Menschen in unserem Land umtreibt. Und das ist schon das erste Versagen von Ihnen. Und wenn Sie hier sagen, im Eingang Ihres Statements, dass Verbraucherschutz die oberste Priorität Ihrer Politik ist, das hört sich an wie Zynismus, wenn man verfolgt, was hier öffentlich geworden ist und was hier alles ans Tageslicht gekommen ist.
Wenn das oberste Priorität ist, dann möchte ich nicht wissen, wie es in anderen Teilen aussieht, weil das ist auf jeden Fall nicht das, was ich mir von einem gut geführten Ministerium vorstelle. Und da haben Sie eindeutig eigene Verantwortung und Versäumnisse. Und diese 10 Minuten, die Sie hier genutzt haben, um die Verantwortung anderer zu betonen, die Schuld anderen zuzuschieben, und dann als letzten Satz noch zu sagen, die Behörden des Landes tragen auch Verantwortung, aber nicht ein einziges Wort zu ihrer persönlichen Verantwortung in diesem Fall. Nicht ein einziges Wort. Nicht ein einziges. Sie scheinen ja gar nicht vorgekommen zu sein in dieser ganzen Situation. Sie gibt es ja scheinbar gar nicht. Wo waren Sie denn die ganze Zeit? Seit 6 Jahren verantworten Sie diesen Bereich und erklären uns heute, da muss mal endlich etwas gemacht werden, mit Vehemenz und Kraft. 6 Jahre nichts haben Sie getan. Und jetzt hat es Sie erwischt, Sie als Ministerin, aber vor allem die Bürgerinnen und Bürger hat es erwischt. Die Menschen draußen in unserem Land hat es erwischt. Es sind Menschen krank geworden, sie sind verstorben. Wir haben hier schon wegen ganz anderen Themen ganz andere Debatten geführt. Und dann kommen Sie hierher und sagen kein Wort zu Ihrer persönlichen Verantwortung. Und wenn Sie dann sagen, ja, da muss ich etwas ändern, ja, als Erstes würde ich einmal vorschlagen, dass Sie in Ihrem Ministerium die E-Mails lesen. Da wären wir ja schon einmal einen Riesenschritt weiter in unserem Land. Einen Riesenschritt weiter, wenn Sie einmal die E-Mails lesen würden. Und, liebe Frau Ministerin, wenn Sie keine einzige Frage der Abgeordneten Knell hier beantwortet haben, die sie an Sie gestellt hat, dass Sie auf keinen einzigen Vorwurf, keinen einzigen Widerspruch, der sich durch widersprüchliche Äußerungen von Ihnen bei Pressekonferenzen, dann Äußerungen, also Grüne, dann hat der CDU/RP was anderes erklärt, dann erklärt der SPD-Landkreis womöglich was anderes. Der Bericht, warum legen Sie den Bericht des Landkreises nicht vor, wenn Sie nichts zu verbergen haben? Sie wollen doch hier vertuschen, verzögern, aussitzen und auf gar keinen Fall Transparenz üben. Wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann legen Sie es vor. Wenn Sie nichts zu verbergen haben, führen Sie eine Regierungserklärung vor und übernehmen Sie endlich persönliche Verantwortung für das Versagen der Verwaltung, der Sie vorstehen. Das wäre nämlich einmal anständig. Anstand fordern Sie doch immer gerne ein als GRÜNE in diesem Landtag. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Nächster Redner ist der Kollege Knut John für die Fraktion der SPD, ebenfalls 5 Minuten. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das, was Frau Hinz hier abgeliefert hat, das war aus meiner Sicht nicht viel. Wenn sie sagt, Verbraucherschutz genießt sehr hohe Priorität, dann muss man sich doch fragen, wo war sie denn die Priorität? Die sehr hohe Priorität ist doch jetzt erst bei Ihnen wach geworden, nachdem Sie diesen Skandal miterleben mussten. Und das sagen Sie ja auch, wenn Sie von personellen Engpässen sprechen, wenn Sie davon sprechen, dass Ihre Mitarbeiter das nicht richtig gewertet haben, die Informationen vom RKI bzw. vom BFR oder BVL, dann ist das ein Eingeständnis Ihrerseits, dass die Prioritäten nicht da waren, wo sie hingehören. Und wenn Sie von der Fachaufsicht sprechen, dann glaube ich, verdient die noch nicht einmal ihren Namen, denn sie hat alles andere als funktioniert. Wo bleibt da Ihre Verantwortung, Frau Ministerin? Es gab Tote, und Sie sagen, Wort, Zitat, es hätte besser laufen müssen. Es gab Tote, und Sie sagen, es hätte besser laufen müssen. Na ja. Meine Damen und Herren, was an der Stelle noch nicht gesagt wurde, und das will ich gerne mal hier an dieser Stelle sagen, das RKI hat eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, und wir können nur einen Dank an das Robert-Koch-Institut aussprechen, dass es so akribisch vorgegangen ist und wir heute in der Lage sind, dass wir diesen Schmutz aufgedeckt haben. Das muss ich auch doch noch einmal sagen.
Frau Ministerin, Sie haben Maßnahmen erläutert. Ja, das ist aber ein Muss, dass Sie Maßnahmen hier erläutern. Und das haben wir auch so erwartet. Und die hätten viel, viel früher, das hat der Kollege Rock ja gesagt, die hätten viel, viel früher kommen müssen. Dann wäre es möglicherweise nicht zu den 3 Todesfällen, und das ist ja möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Wir wissen ja nicht, ob es möglicherweise noch mehr sind. Und wenn ich an die Hinterbliebenen denke, meine Damen und Herren, dann ist es eine Schande, was hier erfolgt ist. Und Sie haben auch eben gesagt, das RP hatte nicht genügend Hinweise. Das kann doch schlichtweg nicht wahr sein. Das RP ist doch die Fachaufsichtsbehörde, und die muss sich doch von den unteren Behörden einen Bericht geben lassen jährlich. Insofern, meine Damen und Herren, bin ich hier ein Stück weit sprachlos, wie Sie mit dieser Sache, Frau Ministerin, umgehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Abg. Papst-Tippel für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eigentlich wollte ich mich gar nicht äußern zu dem Thema. Als Gesundheitspolitikerin bin ich natürlich erschüttert über den Zustand unseres Verbraucherschutzes in Hessen und eigentlich in Deutschland. Das Problem des Personalmangels auf allen Ebenen war ja offensichtlich bekannt. Es ist natürlich die Frage, woher man geeignetes Personal bekommen soll. Allerdings muss man hier im Fall von Wilke auch die Arbeitsbedingungen und Personalpolitik der Firma abmahnen. Denn lange Arbeitszeiten und schlechte Arbeitsbedingungen die konterkarieren den guten und verantwortungsvollen Umgang in einem Betrieb wie Wilke mit der Lebensmittelverarbeitung. In den letzten Tagen habe ich mir außerdem, das ist noch einmal eine Anmerkung zur Frau Arnold, war es, glaube ich, einige Schlagzeilen angesehen. Ich muss jetzt einmal auf die Rückseite schauen. Es gibt ja nicht nur diesen Wilke-Fall. Es gibt Bockwürste mit Kunststoffstücken. Es gibt Edelsalami mit Kunststoffteilen. Es gibt Joghurt mit Schimmelkeimen. Es gibt Rinderhackfleisch mit Plastikstücken, verseuchte Milch, Drahtstücke in Marmorkuchen, Kindersandalen mit Chromgehalt, Salate, die mit Bakterien verseucht sind. Wie soll denn das alles noch funktionieren? Wir müssen dringend hier nachbessern und die Lebensmittelüberwachung stärken. Das ist zumindest das, was ich sagen wollte. Ich erwarte als Bürgerin, dass hier auf allen Ebenen, von oben bis unten, auch bei der Kontrolle der Arbeitsbedingungen in hochsensiblen Bereichen wie der Verarbeitung von Nahrungsmitteln stark nachgebessert wird, koste es, was es wolle, zum Schutz der Bürger. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN die Kollegin Martina Feldmayer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht um ein ernstes Thema, und die Ministerin hat deutlich gemacht, dass es ihr ernst ist, zu analysieren, was falsch gelaufen ist, dass es ihr ernst ist, zu analysieren, auch Änderungen herbeizuführen, damit so etwas nicht mehr passiert. Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass es hier auch nicht um Schuldzuweisung ging. Von Schuldzuweisung war hier überhaupt nicht die Rede, als die Ministerin gesprochen hat, sondern sie hat davon berichtet, von dem Gespräch mit dem Landkreis und einem gemeinsamen Vorgehen. Und darum geht es auch, zu schauen, was ist schiefgelaufen und was muss geändert werden. Und hier zu beklagen, dass es mangelnde Transparenz gibt bei diesem Thema,
Das ist doch wirklich absurd. Die Ministerin hat dreimal zu einem Obleute-Gespräch eingeladen. Die Obleute wurden ständig auf den neuesten Stand der Informationen gehalten. Und wenn Sie hierher kommen und dann die Informationen, die Sie bekommen bei dem Obleute-Gespräch, Frau Knell, wenn Sie diese Informationen unterdrücken und so tun, als hätten Sie nichts mitbekommen davon, das ist wirklich dreist. So geht es nicht. Und da möchte ich Ihnen. Sie sollten vielleicht dann auch mit Ihren Kollegen von der FDP sprechen und auch sagen, dass Sie gefragt haben, was ist mit dem Bericht der Taskforce, wann wird er vorgelegt. Die Ministerin hat zugesichert, dass Sie diesen Bericht bekommen, angereichert mit dem Bericht von den RPen. Also dann bitte benutzen Sie diese Information und tun Sie nicht so ahnungslos, wenn Sie hier sprechen. Das geht nämlich nicht. Und ja, es gab einen Fehler. Eine E-Mail ist eine Woche liegen geblieben. Das hat die Ministerin immer gesagt. Hier wurde überhaupt nichts abgestritten. Aber am 16.09., als klar war, dass es diesen Match gab zwischen den Ministerien und Wilke Wurst, dann ist gehandelt worden auf Drängen des Ministeriums. Dann sind die Kontrollen verstärkt worden. Dann ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden. Und dann ist der Betrieb dicht gemacht worden. Als die Ministerin sich eingeschaltet worden, ist konsequent gehandelt worden bis zur Schließung des Betriebes. Und es ist gut so, dass dieser Betrieb zu ist. Und ich muss mich auch sehr wundern über die FDP hier, die nie eine Gelegenheit auslässt, zu beklagen, dass Handwerker und mittelständische Betriebe gegängelt werden, dass ihnen Vorschriften gemacht werden, noch und nöcher. Bei jedem Betriebsbesuch, ob es ein Bäcker ist oder ein Landwirt, kommt die. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wort hat die Abgeordnete Feldmayer. Und das bitte ich auch entsprechend durchkommen zu lassen. Deswegen bitte ich um mehr Ruhe jetzt im Plenarsaal. Ja, das ist schon klar, dass Sie das nicht hören wollen. Ich kann Ihnen zig Pressemitteilungen, Facebook-Posts zeigen, wo immer wieder beklagt wird, wie die Betriebe mit Vorschriften, Bürokratie gegängelt werden. Und wir wissen doch auch, wenn es darum geht, die Hygieneplattform einzurichten, was auch die Ministerin gemacht hat. Es ist eine Online-Hygieneplattform eingerichtet worden in Hessen. Da stehen die Betriebe drauf. Und das melden übrigens auch die Landkreise. Da stehen die Betriebe drauf, wo Mängel gefunden worden sind. Also auch hier hat die Ministerin auch schon für Transparenz gesorgt. Und hier hat sie auch schon Schritte eingeleitet, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu informieren. Außerdem hat die Ministerin den Gesetzentwurf vorgelegt, damit die Fachaufsicht gestärkt werden kann, damit das Durchgriffsrecht für die Fachaufsicht da ist. Und ich erinnere daran, dass als die Ministerin vor dem Fall Wilke diesen Gesetzentwurf hier vorgebracht hat, da hat hier niemand geredet. Da will ich uns auch nicht ausnehmen. Aber sich jetzt hier hinzustellen und so zu tun, als wäre überhaupt nichts passiert, das ist unlauter, meine Damen und Herren. Das geht so nicht. Und ich appelliere an Sie, schauen Sie sich diesen Gesetzentwurf noch einmal an. Ich glaube, wir brauchen die notwendigen Veränderungen. Herr John hat schon seine Zusammenarbeit oder seine Zuarbeit hier zugesichert. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Gesetzentwurf auch begrüßen würden, so wie wir das tun. Denn wir brauchen hier dringend eine Änderung. Und ich bin froh, dass die Ministerin diesen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Frau Feldmayer. Als nächster Redner hat der Kollege Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir heute in dem Austausch zu diesem Tagesordnungspunkt gemeinsam versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen. Was aber jetzt ich hier feststelle, ist, dass es wirklich ein Fall von Greenwashing an dieser Stelle ist. Ein Fall von Greenwashing im wahrsten Sinne des Wortes, der darin gipfelt, dass Frau Feldmayer jetzt der FDP unterstellt, Informationen zu unterdrücken. Das stellt doch nun wirklich
Das stellt doch nun wirklich den Diskussionsverlauf vollkommen auf den Kopf, meine Damen und Herren. Frau Hinz hatte hier jetzt eben die Möglichkeit gehabt, auf die dringenden Fragen, die von ganz unterschiedlichen Fraktionen hier gestellt worden sind, Stellung zu nehmen. Stattdessen sind Nebelkerzen geworfen worden, Allgemeinplätze verbreitet worden und noch einmal ein Gesetzentwurf begründet worden, der lange vor diesem Skandal erarbeitet wurde und der in keiner Art und Weise auf die Versäumnisse eingeht, die aktuell hier offenbar geworden sind. Das ist doch das Problem. Wo sind denn die Erkenntnisse, die angeblichen, die in diesem Gesetzentwurf ihren Niederschlag finden? Oder ich möchte die Frage andersherum stellen. Sollten in diesem Gesetzentwurf all diese Erkenntnisse bereits aufgenommen worden sein, dann frage ich mich, was hat eigentlich die Ministerin vorher gewusst, um das vorher schon einbauen zu können? Die Versäumnisse auf allen Ebenen sind nicht ausreichend in diesem Gesetzentwurf behandelt, können sie auch gar nicht. Und deshalb ist die Forderung von uns als LINKE, ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück, arbeiten Sie diesen Skandal vernünftig auf, und dann kommen Sie damit hier wieder ins Parlament, dass wir schauen, ob wir damit tatsächlich die Lebensmittelsicherheit in Hessen verbessern können oder auch nicht. Weil ich glaube, es ist schon einigermaßen infam, wenn hier unterstellt wird, dass einzelne Fraktionen kein Interesse daran hätten, die Lebensmittelsicherheit in Hessen zu verbessern und kein Interesse hätten, daran mitzuarbeiten. Was uns tatsächlich unterscheidet, ist die Frage, haben wir Mut und haben wir den Willen zur Aufklärung, tatsächlich auch an eigenen Fehlern zu arbeiten, anstatt immer nur auf andere zu verweisen, auf die Verantwortung im Betrieb, auf den Landkreis, auf den RP. Nein, es sind Fehler gemacht worden, und die sind meiner Meinung nach hier noch lange nicht in dem erforderlichen Maß zur Sprache gekommen. Und deshalb, wir stehen am Anfang, wir werden die Berichte bekommen, und dann werden wir tatsächlich sehen, wo die weiteren, die jetzt noch nicht bekannten Versäumnisse sind. Ich glaube, wir haben in dieser Sache hier nicht den letzten Disput gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin, und zwar für exakt eine Minute, ist die Kollegin Wiebke Knell, Fraktion Freie Demokraten. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Feldmayer, mir vorzuwerfen, ich würde Informationen unterdrücken, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Ich war bei allen Obleutegesprächen. Ich habe mich selbst letzten Donnerstag an meinem Geburtstag 4 Stunden ins Auto gesetzt, um eine halbe Stunde bei dem Obleutegespräch dabei zu sein, um dann die Information zu bekommen, dass wir nicht in den Bericht schauen dürfen, sondern erst, wenn er durchgearbeitet wurde. Man hätte uns den doch jetzt zeigen können. Wir hätten noch nichts daraus verwenden müssen, aber wir hätten wenigstens gewusst, was dort drin steht. Und dann auch noch peinliche Vorwürfe gegen die FDP. Sorry, Bürokratie gegen Handwerker, die das Handwerk beeinflussen und beeinträchtigen, das ist doch etwas völlig anderes, als wenn es um Menschenleben geht. Frau Kollegin, die Minute ist so langsam um. Ja, dass ich keine einzige Antwort von der Ministerin bekommen habe, das spricht für sich. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Ich gehe davon aus, dass wir alle drei Anträge in den ULA verweisen. So machen wir das. Herzlichen Dank.